Es war Frühling, die Zeit, wenn im Garten alles frisch gepflanzt wird. Und niemand liebt die Gartenarbeit mehr als Rabbit. Sehr schön. Du musst die Gartenarbeit wohl über alles lieben, Rabbit. Was? Oh, guten Morgen, Ferkel. Oh ja, es ist fast wie ein Wunder, dass eine Pflanze als kleines Samenkorn beginnt. Jede Blüte, jeder Zweig, jede Frucht, die die Pflanze je hervorbringt, ist in diesem winzigen Samenkorn bereits enthalten. Wirklich ein Wunder. Aber die Samen sehen alle so ähnlich aus, Rabbit. Woher weißt du denn, aus welchem Samen einmal welche Pflanze wird? Ich benutze die Samentüte einfach als Schild. Siehst du? Oh, ich verstehe. Also in der Reihe da mit dem Wassermelonenschild sind Wassermelonen. Und in der Reihe mit dem Gurkenschild sind Gurken. Richtig, Ferkel. Aber ein Gärtner muss noch auf mehr achten als nur darauf, dass die Schilder richtig stehen. Wenn ich am Morgen aufstehe, seh ich zum Firmament und gebe gut Acht, was das Wetter macht. Denn wer es kennt, weiß Bescheid. Bescheid? Die rechte Zeit zum Säen seh ich dem Frühling an. Ich achte drauf, die Saat geht auf, meine Pflanzen sprießen dann. Ich achte drauf, dass alles gut gedeiht. Natur sagt uns sehr viel, mit Form und Farbenspiel. Mit viel Fleiß achte ich auf Details, auch am Beet, an Blatt und Stiel. Dein Garten hat wirklich Stil. Und wann die Früchte reif sind und man sie ernten kann, teilen sie mir mit, denn auf Schritt und Tritt sehe ich es ihnen an. Je grün es weit und breit, ich gebe Acht, dass alles gut gedeiht. Ich geb's gut Acht, dass alles gut gedeiht. So, und jetzt muss ich den Garten nur immer schön gießen und in ein paar Wochen kann ich all die wunderbaren Früchte ernten. Oh, ich freue mich schon riesig darauf. Und ich erst. Und ich erst, Ferkel. Also, bis bald. Bis bald, Rabbit. Du meine Güte, das klingt wie... Tiger! Sieh dir nur Rabbits Garten an. Der ist völlig chaotisiert, was wohl passiert ist. Was wohl? Du hast mich umgesprungen, Tiger. Ach, wir bringen das wieder in Ordnung, bevor Schlappohr das Chaos sieht und völlig chaotisch reagiert. Du meine Güte. Ob diese Schlächen wohl für etwas gut sind? Ja, die sind sehr wichtig, Tiger. Auf ihnen sieht man, welche Pflanzen in welcher Reihe wachsen. Gut, stecken wir sie einfach wieder in die Erde. Aber wir wissen doch nicht, welches Schild zu welcher Reihe gehört. Oh ja, aber nur keine Angst, Ferkelchen, wir haben Schwein. Weißt du denn nicht, dass Kartoffeln Augen haben? Ja, sie werden dem anderen Gemüse schon sagen, wo es wachsen muss. Na ja, wenn du meinst, Tiger. Klar doch, keine Sorge, mein Freund. Siehst du alles wieder in der Reihe? Alles okidoki. Viele Wochen vergingen und Rabbits Samen wuchsen zu saftigen grünen Pflanzen heran. Und Rabbit war sehr mit sich zufrieden. Ja, natürlich. Wärst du das nicht auch? Es sieht alles so wunderschön aus. Also, ich denke, dass ich morgen schon alles ernten werde. Hörst du das, Ferkelchen? Schlappohrs Garten ist picustikubello. Dann hattest du wohl recht, Tiger. Einen Moment mal. Da stimmt doch was nicht. Meine Maispflanzen sind normalerweise viel höher als die hier. Und an diesen Radieschen wachsen Ranken. Du liebe Güte, habe ich den falschen Dünger genommen? Tiger! Man machte eine Mohrrübe. Ich habe mich zu früh gefreut. Schlappohrs Gemüse weiß nicht mehr, was es sein soll. Oh, Rabbit wird im Dreieck hopfen.
Du, meine Güte. Aber keine Angst, mein rosa Freundchen. Der alte Tiger hat schon wieder einen Plan. Und meine neuen Pläne sind immer besser als meine alten Pläne. Pass auf. Eine Katastrophe. Oh, hier stimmt wirklich so gut wie gar nichts, du liebe Güte. Sag mal, Hasenfuß, wie wär's, wenn wir zweimal eine Campingtour machen würden? Nur ganz kurz, für ein paar Monate. Du siehst aus, als könntest du ein bisschen spannende Entspannung brauchen. Das ist wirklich sehr nett von dir, Tiger, aber ich habe keine Zeit dafür. Ich muss morgen meinen Garten ernten. Ich sag's ungern, Schlappohr, aber ein Garten macht viel zu viel Arbeit. Du solltest dir ein normaleres Hobby suchen, zum Beispiel gebrauchte Kaugummis sammeln oder Ostereier. Was meinst du? Nein, 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 Tigger, ich liebe die Gartenarbeit. Es ist nicht nur ein Hobby. Der Garten versorgt mich mit Essen und ist meine große Freude. Wenn du mich jetzt entschuldigst, mein Garten braucht mich. Mein neuer Plan hat nicht funktioniert, Ferkelchen. Vielleicht war er nicht neu genug. Aber ich glaube, wir haben nicht mehr sehr viel Zeit, Tigger. Wir müssen etwas unternehmen. Geistesblitz! Keine Sorge, Ferkelchen, ich habe einen neuen Plan. Den allerneuesteren von allen. Spät in der Nacht schlichen sich Ferkel und Tigger in Rabbits Garten. Du meine Güte, ich weiß immer noch nicht genau, was wir hier machen, Tigger. Ganz einfach, kleiner Freund. Wir malen das Gemüse mit ungefährlicherer, nicht giftigerer Lebensmittelfarbe an, damit es wie auf dem Bilderchen aussieht. Siehst du? Diesem Grünzeug hier fehlen nur ein paar Streifen. Und dann sieht es genau wie eine Wassermolene aus. So passt alles schön passend zusammen. Na ja, aber wenn du meinst, Tigger. Aber klaro meine ich das. So malten Tigger und Ferkel das Gemüse in den verschiedensten Farben an. Und am nächsten Morgen... Ein schöner Tag zum Ernten, was, Rabbit? Dieser Garten ist wirklich 1A, mein lieber Scholli. Nun, ich weiß zwar nicht, wer der liebe Scholli ist, aber ich bin sehr gespannt, was in diesem Jahr aus meinen Kartoffeln geworden ist. Du lieber Schreck, meine schönen, runden Kartoffeln sind alle lang und spitz. Das sieht fast wie eine Mohrrübe aus. Oh, das liegt daran, dass es wirklich eine angemalte Mohrrübe ist. Und meine Mohrrüben sind kleine Stummel. Mein Garten hat noch nie solch ein schreckliches Gemüse hervorgebracht. Hallo, Rabbit. Was? Hallo, Puh. Oh, ich armer. Ich hab kein Talent mehr. Oh weh. Oh Schreck. Ich glaube, da bleibt mir nur noch eins übrig. Was für... Hey, Schlappohr, was sollen denn all diese Kisten? Rabbit, siehst du etwa aus? Ja, ich fürchte ja. Niemand braucht ein Kaninchen, das nichts von Gartenarbeit versteht. Ich denke, es ist an der Zeit, von hier wegzuziehen. Vielleicht sollte ich wirklich lieber gebrauchte Kaugummis sammeln. Aber Rabbit, du bist ein wunderbarer Gärtner. Ja, du bist der gärtnerischste Gärtner, den ich kenne. Nein, bin ich nicht. Meine Wassermelonen sehen wie Gurken aus. Meine Mohrrüben haben die Form von Radieschen. Und hier, meine Kartoffeln sehen aus wie Mohrrüben. Ja, die Kartoffeln sehen wie Mohrrüben aus. Ich würde sagen, abgesehen von der Farbe, war das mal eine Mohrrübe. Und hier, das sieht genau wie ein Maiskolben aus. Oh, ja, Po. Dieses Gemüse ist innen völlig richtig, doch außen ist es falsch. Das ist... ja, noch schlimmer, als ich dachte. Was habe ich nur getan? Tigger, wir müssen es jetzt erzählen. Was erzählen, Tigger? Die Kartoffeln haben eine gewisse Ähnlichkeit mit Mohrrüben, weil ich, Ferkel umgesprungen habe und alle Schilder durcheinander gebracht habe. Du hast was? Ja, und das Gemüse war völlig durcheinander, weil die Schilder falsch standen und... Bitte sei nicht böse auf uns, Rabbit. Trotz einer verbackten Ernte hat er Sinn für Humor. Was ist denn so lustig, Rabbit? Würde ich auch gerne wissen. Oh, Junge. Also, die Samen, die wissen schon, was aus ihnen einmal wird.
Die Schilder sollen mich ja nur daran erinnern, was ich wo gepflanzt habe. Der Garten ist in Ordnung. Mehr noch. Es ist vielleicht das beste Gemüse, das ich je hatte. Oh je. Tja, dann kann ich das zu verkaufen Schild ja wegwerfen. Nein, behalte es doch. Das könntest du für den großen Gemüsestand brauchen, den du aufmachen solltest. Hey, Tigger, das ist keine schlechte Idee. Wenn ich immer so eine gute Ernte habe. Es war ein Tag wie jeder andere im 100-Morgen-Wald und alle... Hallo, Herr Erzähler! Oh, da ist Puh mit seinen Freunden Ferkel, Tigger und Rabbit. Na los, sag's ihm, Puh. Oh ja, gut. Herr Erzähler, wir haben gerade gehört, was du eben gesagt hast. Ja? Und wir haben festgestellt, dass das, was du eben gesagt hast, nicht stimmt. Oh, verstehe. Und welche Stelle war das, die nicht stimmt? Es war die Stelle... Als du gesagt hast, es war ein Tag wie jeder andere, glaube ich. Ja, das war die Stelle. Ja, siehst du denn nichts Ungewöhnliches auf dieser Seite des Buches? Etwas Ungewöhnliches? Ja, natürlich. Es ist die Seite 100. Wir müssen etwas Tolles machen, um diesen Anlass zu feiern. Ich habe oft gehört, dass ein Kuchen etwas Besonderes zu ganz besonderen Anlässen ist. Ja, ja, ein Kuchen. Lecker. Einen Kuchen halte ich für eine tolle Idee. Also backen wir einen Seite 100 im 100-Morgen-Wald-Spezialkuchen. Also, unser Freund Eule ist doch sehr weise. Vielleicht weiß er, wie man einen Kuchen backt. Eule, natürlich. Auf zu unserem gefiederten Freund. Du meine Güte, ich kann nicht sofort mitkommen. Ich muss noch etwas sauber machen, wenn wir heute ein Fest feiern. Ich werde dir helfen, Ferkel. Und ich muss noch meinen Salat gießen. Das sind mir vielleicht Partyziehmuffel. Ich gehe jedenfalls. Backe, backe Kuchen. Der Tigger hat gerufen. Seite 100, sagst du? In der Tat, ein Meilenstein, der eines Kuchens würdig ist. Ich bin immer erfreut darüber, mein kulinarisches Wissen zu teilen, welches, wie du vielleicht weißt oder nicht weißt, sehr umfangreich ist. Okay, fein. Komm jetzt zu der Stelle mit dem Kuchen. Natürlich. Kommen wir zur Sache. Also, wir brauchen dazu Eier, Öl, Wasser, Backmischung, eine Schüssel zum Rühren, eine Kuchenform und etwas Schokoglasur. Schokoglasur? Oh, Junge, das ist was für mich. Das weiß doch jeder, dass die Glasur das Besteste am ganzen Kuchen ist. Platz dafür, Tigger, den Glasierer. Aber, Tigger, das ist doch noch nicht alles. Ach, du liebe Güte, so wird das doch nichts. Ah, Puhbär, schön, dass du gerade kommst. Guten Tag, Eule. Ich möchte Kuchen backen lernen. Weißt du, es ist seit... 100, ja, ich bin völlig im Bilde. Jetzt hör mir mal genau zu. Das Schwierigste bei einem Kuchen ist, den Teig gut zu rühren. Den Teich zu rühren? Ich habe gestern mit einem Stock in den Teich gerührt. Also wird es bestimmt der allerbeste und leckerste Kuchen. Nein, nicht Teich. Teig, ich meine, liebe Güte. Teig ist das klebrige Zeug, das man bekommt, wenn man alle Zutaten in einer Schüssel zusammenrührt. Du meinst, man braucht für einen Teig mehr als nur Eier? Oh, aber ja doch. Man braucht Backmischung, Öl und Wasser und... Eule, ich halte schon 3 Eier in meiner Hand und deswegen kann ich nicht noch etwas in meinem Kopf behalten. Aber einer muss doch die ganze Zubereitung kennen. Du liebe Güte, Puh, alles in Ordnung? Ja, Eule, und die Eier sind auch noch alle heil. Eule, ich möchte wissen, wie man einen... Kuchen macht, ja, ich weiß, aber ich möchte etwas klarstellen. Ich werde dir nicht eine einzige Zutat geben, bevor du dir nicht die ganze Zubereitung angehört hast. Selbstverständlich, Eule. Wenn du glaubst, ich überlasse so etwas Tigger, Puh und Ferkel, hast du dich geirrt. Dafür bin ich verantwortlich. Hoho, ausgezeichnet, gut, wunderbar. Dann übertrage ich dir die Aufgabe, die Backmischung hinzuzutun. Oh,
Und in diese Form gebt ihr dann den Teig hinein. Welchen Teig denn? Das versuche ich euch doch schon die ganze Zeit zu sagen. Den Teig erhaltet ihr, wenn ihr alle Zutaten zusammenrührt. Also, ihr fangt mit dieser Backmischung an, gießt Wasser hinzu. Wasser? Aber du brauchst nichts mehr zu sagen. Ich gieße schließlich täglich meinen Garten. Überlass alles mir, Eule. Oh je, wieso hört sich denn keiner das ganze Rezept an? Oh, hallo, Eule. Hast du Kopfschmerzen? Ah, Ferkel, hohoho. Jetzt nicht mehr, mein lieber Freund. Denn du wirst es dir jetzt ganz anhören, mein ganzes Kuchenrezept. Oder nicht? Oh, na, natürlich. Vorzüglich. Du wirst diese Schüssel hier halten, während ich alles erkläre. Als erstes schüttet ihr die Backmischung in die Schüssel und gießt das Öl hinzu. Dann gebt ihr die Eier und Wasser hinzu und rührt es kräftig um. Danach den Teig in die Kuchenform geben. Und dann die Form in den Backofen stellen und bei 170 Grad 30 Minuten backen. Und fertig ist der Kuchen. Hast du alles verstanden, Ferkel? Aha, 30 Minuten bei 170 Grad. Richtig. Und nun ab mit dir, mein Freund, und bon Appetit. Endlich habe ich doch noch jemandem das ganze Rezept sagen können. Wir wissen natürlich, dass nicht ein einziger das ganze Rezept gehört hat. Nun seht selbst, wie es unseren Freunden erging, als sie den Kuchen zubereiten wollten. Und womit fangen wir jetzt an? Ich habe die Schokoglasur und die werde ich jetzt schokomäßig über den Kuchen gießen. Aber wir haben doch noch gar keinen Kuchen. Naja, das könnte ein Problem sein, Schlappohr. Also schön, wie machen wir jetzt den Kuchen? Oh, ich weiß, dass Eule gesagt hat, die Kuchenform muss man in den Backofen stellen. Gut, tun wir das, Ferkel. Sieht irgendwie nicht richtig aus. Vielleicht sollte etwas in der Form sein, bevor wir das Ganze backen. Natürlich. Wir müssen den Teig anrühren. Ich erinnere mich, dass da etwas mit Teig war. Wenn wir dich nicht hätten, Hartmut. Okay, wie rühren wir diesen Teig an? Eule hat gesagt, ich soll die Eier mit den anderen Zutaten in die Schüssel tun. Oh je. Sieht das schon wie Teig aus? Vielleicht solltest du sie umrühren, Puh. Liebe Güte, das funktioniert nicht. Tigger, du warst zuerst bei Eule. Warum hast du nicht das ganze Rezept? Ich? Kumpelbär hätte besser aufpassen sollen. Aber ich dachte, Ferkel erfährt das ganze Rezept, weil es zuletzt bei Eule war. Ich? Aber lass ich konnte mich nicht hören. Ich bin hier gleich. Das führt doch zu überhaupt nichts. Hat denn niemand einen vernünftigen Vorschlag zu machen? Also, wie es aussieht, hat jeder von uns ein bisschen was von Eules Rezept. Und, naja. Weiter, Ferkel, das ist interessant. Oh, danke, Puh. Und ich habe mir gedacht, wenn wir das, was wir wissen, zusammentun und zusammenarbeiten, dann schaffen wir es, den Kuchen zu backen. Ich habe die Eier. Und ich hole Wasser. Und ich muss die Zeit einstellen, unbedingt. Und ich schieb die Form in den Ofen. Denn wir backen einen Kuchen, der bestimmt gelingt. Der Kuchen gelingt, oh ja, er gelingt. Ich sag ja, es klappt, das sagt mir mein Instinkt. Schnell gerührt und geschüttelt, ganz beherzt und beschwingt. Der leckere, köstliche Kuchen gelingt. Schon geht er auf. Er wird immer dicker. So einen Kuchen backen wir. Das wäre nichts geworden ohne Tigger. Das wäre nichts geworden ohne jeden hier. Der Kuchen gelingt, oh ja, er gelingt. Weil man zusammen einfach mehr vollbringt. Wenn der Kuchengeruch in die Nase dringt. Der leckere, köstliche Kuchen gelingt. Ja, der Kuchen gelingt, oh ja, er gelingt. Ich sehe genau, wie er zu mir herüberwinkt. Nur gerührt und geschüttelt, ganz beherzt und beschwingt. Der leckere, lockere, friedliche, niedliche, herrliche, flockige, wirklich appetitliche, köstliche Kuchen gelingt. Ja, das hat Spaß gemacht. Ja.
widerlich aus. Ich bin dafür, ihn zu essen. Unseren Seite 100 im 100-Morgen-Wald-Spezialkuchen. Beeindruckend, finde ich. So, schneiden wir ihn an. Eine Kleinigkeit noch. Welche denn, Ferkel? Also, ich möchte wirklich nicht gerne schlechte Neuigkeiten verbreiten, aber... Dann tu es doch weiter, Ferkel. Naja, wir sind nicht mehr auf Seite 100. Sind das Buschwäfer? Ja, sowas, wow. Wer hätte gedacht, dass es 10 Seiten dauert, um einen Kuchen zu backen? Oh, 110. Tja, was machen wir jetzt? Also, wenn ich einen Vorschlag machen dürfte, Seite 110 ist ein genauso guter Anlass, um einen Kuchen zu essen, wie die Seite 100. Ja, das ist recht.